willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir befinden uns in Erfurt, wie man sieht. Erfurt, die Stadt der braunen Hügel. Nein, wir sind aber auf jeden Fall auf der Suche nach den Rocket-Leadern, immer noch. Beziehungsweise eigentlich sind wir schon fertig, habe ich ja schon erzählt. Wir könnten Giovanni machen, aber weil die ersten zwei nicht richtig aufgenommen haben und es da Probleme gab mit der Aufnahme, wollte ich Cliff und Arlo nochmal machen. Gerade weil die ja jetzt neue Pokémon haben. Es hat ja alles gewechselt. Die greifen mit anderen Sachen an. Ihr müsst andere Sachen nehmen teilweise. Deswegen wollte ich dazu jedem nochmal ein extra Video machen. Ganz gechillt. Wir laufen jetzt hier zur Petersburg. Da ist nämlich noch ein Rocket Leader und ich hoffe, es ist kein Sierra, sondern entweder Cliff oder Arlo. Da können wir den nämlich direkt mitnehmen. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Gut, wir melden uns gleich wieder, wenn wir Cliff oder Arlo gefunden haben. So, wir befinden uns jetzt hier bei der Petersburg nochmal. Da oben ist übrigens die Glashütte hinter mir. Hier hinter mir ist irgendwo, das sieht man schon, den Dom in Erfurt vom Domplatz. Hier ist lauter Grünzeug wieder mal. So sieht es also vor mir aus. Hier habt ihr noch von der Petersburg lauter Mauerstücke. Hier habt ihr ein schönes offenes Gelände. Da unten wird schon wieder gebaut. Ne? Ich habe euch jetzt mal hier auf die Mauer gestellt. Muss mich wahrscheinlich schon wieder hinknien. Man kennt das ja, der Ramses ist immer nur am Knien und rumsuppen. Die Frisur sitzt wieder mal nicht. Oder ich lehne mich einfach hier gegen die Wand. So, da hinten laufen jetzt Leute. Wir beleben aber erstmal unsere Sachen. Das Filet au Fisch und den Godzilla, die brauchen wir auf jeden Fall. Regirock nehme ich natürlich auch. Wir haben ja Zeit, auch wenn wir es 100 Mal probieren. Ich gehe mit meinem gewohnten Team rein, was ich eigentlich immer nehme. Guck, wie viel Erfolg ich damit habe. Und wenn das nichts ist, passe ich mich dann einfach dem an, was der Gegner aufweist. Ich habe das ja letztens eigentlich schon mal gemacht, aber die Aufnahmen sind leider kaputt. Bei dem einen habe ich die Videoaufnahme vergessen und hatte nur die Spielaufnahme. Bei dem anderen habe ich die Spielaufnahme gehabt und die Kamera hat nicht aufgenommen. Was ein Fluch. Jetzt haben wir hier also den Arlo gefunden bei der Zufahrtsbrücke Petersburg. Da drehen wir einmal. Gucken mal, was der zu bieten hat. Arroganz führt zum Scheitern. Okay, sehr schön. Vorheriges Kampfteam, das sieht auch gut aus, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass es wahrscheinlich besser wäre, mit Kampf-Pokémon in den Kampf zu gehen am Anfang, kann es ja sein, dass er trotzdem diesmal andere hinten raus hat. Also Feuer gegen Flunkiefer wäre auf jeden Fall gut und Kampf denke ich mal auch. Mein Regirock hat er beim letzten Mal komplett vernichtet. Jetzt sieht es eigentlich besser aus, kommt halt auch immer drauf an, was das Flunkiefer für Attacken hat. Also wenn ihr keinen Regirock hochgemaxt habt oder so, nehmt Feuer, nehmt Kampf gegen Flunkiefer, denke ich mal. Herr Benny wird mich da korrigieren, wenn was ist. Einmal wärmen wir natürlich ab, damit wir das zweite Schild noch rauslocken können. Hauen einfach nochmal drauf. Steigerungshieb, ja, der ist Steigerungshieb. Seit wann kann Flunkiefer Steigerungshieb? Der ist auf jeden Fall effektiv gegen uns. Ich hoffe, wir können nochmal eine Steinkante durchknüppeln. Denn den nächsten Move von ihm werde ich nicht schilden. Das Schild brauche ich, das muss ich mir unbedingt aufheben. Wenn es natürlich jetzt einen Move macht, bin ich weg. Wir haben aber die Steinkante voll, das ist sehr schön. Da können wir draufhauen, vielleicht macht es ja doch ein bisschen Schaden. Sterben wir da davon, denke ich mal nicht. Nicht sehr effektiv. Hat aber was abgenommen, sodass ich es mit dem nächsten vielleicht leichter habe. Nein, jetzt war doch die Steinkante schon voll. Wir schilden auf jeden Fall nicht, wir lassen das einfach durchgehen. Jetzt sind wir bestimmt weg. Nee, es ist zwar sehr effektiv, aber wir haben noch was übrig und können die nächste Steinkante noch auf ihn geben. Das heißt, wir haben das Flunkiefer besiegt, denke ich mal, wenn alles gut geht. Nicht sehr effektiv, trotzdem weg. Gucken, was er als zweites hat. Das spielt uns doch in die Karten. Jetzt können wir mit der nächsten Steinkante sehr effektiv treffen. Alternativ könnten wir jetzt Kyogre nehmen, Wasser gegen Feuer oder wir können das Despot da nehmen. Stein gegen Feuer ist auf jeden Fall beides sehr effektiv. Wir schilden natürlich wieder nicht, hoffen, dass wir nochmal die Steinkante voll kriegen oder den schon so weghauen. Wir haben sogar nochmal geschafft. Wir hauen nochmal drauf mit dem Regirock. Ich sag's einfach. Regirock ist so overpowered. Aber ich hatte diesmal wirklich Glück mit den Attacken. Beim letzten Mal hat das Flunkiefer das Regirock komplett auseinandergenommen. Jetzt haben wir kein Glück mehr, aber wir nehmen, was wollen wir denn nehmen? Wir nehmen mal den Fisch, weil den Fisch, den mag ich ja so sehr, den setzen wir mal ein, da hauen wir mal drauf. Der braucht auch nicht so lange, um seinen Move voll zu machen. Trotzdem hat er eine Attacke.
Wir wehren sie einfach mal ab. Ich bin mir da jetzt unsicher. Das ist ja, glaube ich, auch vom Typ Käfer oder irgendwas. Gut, Nachthieb. Nachthieb hätte man jetzt nicht abwehren müssen unbedingt. Einmal Surfer durch. Der macht hoffentlich ein bisschen Schaden. Oh, ein bisschen hat er auf jeden Fall gemacht. Wenn er nochmal Nachthieb macht, lasse ich den auf jeden Fall durch. Ich kann ja auch nicht mehr schilden. Ja, ich denke mal, ich überlebe es. Und mit dem letzten Surfer werde ich ihn dann in die Knie strecken. So, zähl mal runter hier. Ach nö, der hat getroffen. Die Sau. Und sein Angriff steigt auch noch. Aber Despo da kommt rein und er ist weg. Da konnte also nichts entgegenbringen. Alo auch besiegt. Alo auch kein Problem gewesen. Da unten steht ein Baufahrzeug. Wir drücken weiter durch. Wir gucken mal, ob wir vielleicht sogar einen Shiny Flunkiefer jetzt bekommen. Glaube ich aber nicht. Bräuchte ich eigentlich auch nicht. Darauf lege ich keinen Wert bei den Kryptos. Und ein normales. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und laufen wir ein Stück davor. Wir versuchen mal beim Laufen zu fangen. Das nehmen wir noch mit. Wir nehmen auch extra eine goldene Beere. Jetzt fehlt nur noch der Cliff. Den Cliff habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Auf dem Weg hier hochwärts in dem Matschgebiet. Aber ich muss erst noch mal heim. Ich muss meinen Laptop noch holen, dass ich die Raid-Mittwoch-Folge dann im McDonald's hochladen kann. Und werde dann eh noch mal in die Stadt gehen und mal gucken, ob ich den Cliff vielleicht in der Innenstadt erlege, dass wir nicht immer zu so außerhalb sind. Sonst glaubt keiner, dass das hier Erfurt ist. So, Flunkiefer auch mitgenommen. Richtig schlechte Bewertung auf jeden Fall. Egal. Wir haben auch beim Flecknoil jetzt ein Bonbon gefunden. Jetzt könnte man das auch entwickeln. Das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich beim 5er Raid noch hinten dranhängen. Vielleicht machen wir das dann beim Giovanni. Vielleicht finden wir den heute auch noch. Egal. Wir zerren das einfach noch ein bisschen mit rum. Erinnert ihr mich dran, dass ich das Flecknoil noch entwickeln muss? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.